So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir haben jetzt endlich die Teile gefunden, die wir brauchen, um anzufangen, unsere Basis richtig zu bauen. Ich will mal ganz kurz einen Blick auf unser Titan werfen. Okay, unser Titan scheint non-existent. Habe ich hier vielleicht... Nein, ich will nicht... Nein, hallo. Ich möchte... Nein. Ah! Ah, mach bitte den Spind auf. Danke. Die Titanwaren kann ich ja aus irgendwelchen Gründen nicht benutzen. Nee, dann muss ich jetzt erstmal Titan sammeln gehen. Aber ich muss erst wieder reinkommen ein bisschen. Ihr merkt auch, meine Stimme ist noch ziemlich tot. Fasching war etwas sehr anstrengend. Hallo, Megalag. What the fuck? Ich hab mir da einfach dreisterweise mal eine kleine Auszeit genommen. Hallo, darf ich bitte nicht fangen? Okay, nicht fangen. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal Frackteile. Vielleicht hätte ich das auch tagsüber machen sollen. Aber was soll denn schon groß passieren? Es wird vermutlich die nächsten Folgen nicht sonderlich viel zu sehen geben, schätze ich. Da ich ein Mensch bin, wer mich kennt und wer mich auch in Survival-Spielen und so einem Gedöns kennt, der weiß, ich lege einen großen Wert aufs Bauen und aufs Optische und so. Hallo, was? Kupfer, okay. Ist da was drin? Da ist nichts drin. Da war irgendwo so ein Knirscher. Vor denen habe ich immer noch ein bisschen Respekt. Ne, Kupfererz nehme ich gern mit. Jetzt, wo wir es endlich lagern können, ne? Wo wir endlich eine Möglichkeit haben, Kupfererz zu lagern, kann man den ganzen Gedöns hier ja auch gern mal mitnehmen. So, oh, unser Sauerstoff hält mittlerweile ziemlich lang, kann das sein? Ich habe so das Gefühl, hier waren wir ja schon. Ach, das ist der Gabelstapler. Ich muss ganz kurz Luft holen. Blub. Einmal Sauerstoff auffüllen. Und weiter geht die lustige Tauchreise. Yeah. Nächste Runde. Tü, Spaß. So. Frackteile. Da sind mehr Frackteile. Wie viele kann ich denn überhaupt noch mitnehmen? Okay, jetzt wird's eng. Eins kann ich noch mitnehmen. Scheibenkoralle, da haben wir ja die Proben mitgenommen gehabt. Richtig. Sehe ich, da ist so ein, ganz viele von diesen Knirschern. Da sind noch... Ach, und jetzt sind da noch mehr. Ach, wie viele... Und wie viele hier sind... Was bist du? Titan. Okay, da liegt Titan einfach so rum. Auch das... Nett vom Spiel, da glitscht irgendwas durch die Gegend. Du siehst aus, als hätte ich dich nicht eingescannt. Und könnte dich ein... Doch, das Ding haben wir doch eingescannt, oder? Moment, welches war der Scanner? man merkt vielleicht, du bist der Scanner. Das ist jetzt natürlich full risky, dass ich hier das Messer ablege. Okay, aber ich scheine es nicht scannen zu können. Gut, ich versuche auf dem Heimweg noch ein paar Fischis mitzunehmen. Gerade zur Ernährung. Blasenfische sind nett. Aber euch eigentlich auch. Inventar voll. Ja! Was zum Geier? Das waren explodierende Fische, die mich da erwischt haben. Wo auch immer die jetzt hergekommen sind. Habe ich ja gar nicht gesehen, wo die herkamen. So. Jetzt müssen wir natürlich, um aus dem ganzen, hallo, lass mich bitte raus. Danke. Aus den ganzen Frackteilen Titan zu machen, müssen wir jetzt natürlich erst wieder hier hoch. Ist natürlich etwas doof. Aber wir können ja uns ja noch keinen eigenen Fabrikator machen. So. Was kann ich denn schwimmende Luftpumpe Leistung? Leitung. So, nee, erstmal ganz viel Titan. Erstmal ganz viel Titan. Und Glas brauchen wir auch noch. Habe ich hier oben noch Glas? Ich weiß es nicht. Ihr habt mir ja auch gesagt, dass ich die Früchte... Habe ich von den Früchten was hier? Nein. Ich habe doch Früchte von der Insel mitgenommen, oder nicht? Dass ich die auf jeden Fall... Nährstoffblock? Nee, Wasser habe ich auch nicht mehr. Ich brauche Wasser. Dass ich die in meiner Basis... diese Eier...
anbauen kann, dass ich keine Nahrungsmittelprobleme mehr habe. So, die Basis ist wohl auch etwas doof positioniert. Aber dann werde ich das Ganze eben etwas ausweiten, weil ich mit der Basis wohl irgendwann tiefer gehen muss, wenn ich U-Boote und so launchen will. Aber dann muss ich schauen, dass ich vielleicht einen langen Gang nach da hinten baue oder so, dass wir eben unser Netzwerk hier ein bisschen ausbauen. Da habe ich tatsächlich nicht so das Problem mit. So, Moment, dich will ich. Zwei Titanen brauchen wir für ein Röhrenfragment. Alles klar. Würde ich generell hier mal. Kann ich da einfach weiterbauen? Geht das? Nein, da muss ich das oben drüber bauen. Da verbindet sich das dann. Da kann ich dann innen eine Leiter reinsetzen. Für die brauche ich auch zwei Titanen. Da muss ich aufpassen, dass ich mir noch zwei Titanen übrig lasse. Wir werden jetzt in dieser Folge vermutlich recht viel sammeln und Zeug, das wir brauchen. Habe ich hier denn noch was zu trinken? Nein, also ich habe tatsächlich. Hier habe ich noch eine 100% Batterie. Das ist cool. Da muss ich schauen. Hier jetzt erstmal die Leiter reinpacke. Hier. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Luke nach oben. Das heißt, wir können da oben weiterbauen. Ich werde mich jetzt erstmal, das habe ich ja gerade eben schon grob angesprochen, ein bisschen aufs Bauen der Basis konzentrieren. Einfach Tischkorallenprobe. Tja. Das sieht man jetzt gerade nicht. Ein Freund hat mir gerade geschrieben, hahaha, ich unterbreche deine Aufnahme. Das Steam-Geräusch werdet ihr gehört haben. Wandspend, Tischkorallenprobe, Gold brauche ich dafür halt für den Fabrikator. Dann könnte ich hier. Ich kann wahrscheinlich mit dem Beetkasten dann die Pflanzen anbauen. Das ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Mann, so schwer war das Wort jetzt aber nicht. Was ist das da eigentlich? Also abgesehen davon, dass hier noch. Ah, Tischkorallenproben. Die vermutlich. Ich wollte sagen, ein bisschen vergammelt sind, aber denen scheint es ja eigentlich noch ganz gut zu gehen. Wo ist der Blasenfisch denn? Da schwimmt ein Blasenfisch. Komm her. Ich brauche gleich wieder Wasser. Unserem Wasservorrat. Oh, so viel Titanium. Das ist super. Also Wrackteile, aus denen ich dann Titanium bekomme. Was seid ihr? Was bist du? Ich will eigentlich nur Blasenfische haben. Aber immerhin können wir jetzt mit dem Bau der Basis ein bisschen anfangen. Das freut mich echt, weil da. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ach, nice. Moment, das muss ich. Alter, ist hier viel. Okay, hier in die Richtung, das ist. Okay, Richtung. Da hinten ist ja die komische Insel. Ist wohl recht viel. Hallo, Blasenfisch. Ich möchte dich kochen. Bleib bitte stehen. Also, verarbeiten. Nein, Inventar voll. Ich brauche den Blasenfisch. Bleib mal stehen. Ey. Ich habe jetzt extra. Entschuldigung. Das war mein Handy. Jetzt extra wegen dir einen Inventarplatz. Ich habe ihn nicht erwischt, oder? Wo ist er hin? Ich habe extra wegen dir einen Platz freigeräumt. Was soll das denn? Du kommst jetzt. Wo? Warst du das? Wenn nicht, dann musst du jetzt für deinen Freund leiden. Was soll das? Was fällt dir denn überhaupt ein? Dreist. Ziemlich dreist. So, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal Wasser. Nein, das ist der Kommunikator. Mit dem Kommunikator kann ich jetzt. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim looking snake thing is trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Seek fluid intake. Wie habe ich das jetzt?
gemacht. Auf jeden Fall habe ich wohl ein Signal von Ossi aus der Cafeteria empfangen. Von da hinten wird angegriffen in 500 Metern. Die Frage ist, wie lange wird das Ding angegriffen? Und bin ich in der Lage, das Ding zu verteidigen? Das denke ich nämlich ehrlich gesagt im Moment weniger. Und ich wollte ganz kurz die... Habe ich die Frackteile? Natürlich nicht. Aber ich habe im Moment noch genug Titanium, um jetzt hier ein bisschen weiter zu bauen. Ich sehe mich ehrlich gesagt... Hallo, ich wollte dich, danke. Noch nicht in der Lage, hier irgendwelche Kämpfe... Brauche ich dafür Energie für die Scheinwerfer? Wie funktioniert der ganze Quatsch? Und wo kann ich das Beet hier anbringen? Kann ich das irgendwo draufstellen? Tatsächlich. Tatsächlich kann ich einfach sagen, so, da kommt oben drauf ein Beet. Okay, gut. Aber ich kann ja auch... Verstärkung? Nein. Hier Fundament, dafür brauche ich aber Blei. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie ich den Quatsch hier baue. Ich hätte es auch in die Richtung machen können, ehrlich gesagt. Da scheint es ja tiefer runter zu gehen. Wenn ich sage, dass ich in... Hallo, da... Nein... Kann ich dich so drehen? Warum kann ich das da nicht ranmachen? Warum? Warum? Ach, da habe ich den Spind dran stehen, gell? Wenn ich sag, ich pack dich hier ran. So, ich kann ja da immer noch Fenster ranmachen später. Schaden aufgrund von geringer Hüllenstärke. Baue Verstärkungen... Oder entferne Schwachstellen. Ach, da... Ach, das sind... Moment. Verstärkungen habe ich ja... Nein, dann waren die hier. Lithium. Oh. Das ist potenziell gar nicht so gut... Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie läuft meine Basis gerade ein bisschen voll. Hilfe! Ach, dafür muss ich aber die Leiter dekonstruieren, dass ich das Ding dekonstruieren kann. Geht jetzt mein Zeug, was hier drin ist, kaputt? Oder... Ah! Ah, dann dekonstruiere ich dich. Halt, ich will dich komplett dekonstruieren. Weil ich jetzt gerade so hoch und runter wabbel, kann ich das nicht direkt dekonstruieren. Okay, das ist jetzt tatsächlich etwas uncool. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach so auf mich losbauen. Das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Wie bekomme ich jetzt das Wasser hier raus? Ist tatsächlich vielleicht gar nicht so gut. Oder muss ich das halt so machen, dass die Hüllenstärke stark genug ist, um das Ganze zu halten? Kann ich von innen nicht, oder was? Ah, was ist das für ein Schmarrn? Mich hätte man ja jemand warnen können hier. Was jetzt hier, wenn die ganze Basis zuläuft. Nein, ich wollte es dekonstruieren, nicht konstruieren. Warum kann ich das nicht?
Inventar voll. Das ist tatsächlich gar nicht so gut. Kann ich meinen Schrank da drin noch benutzen? Ist zu mir, ich bin gerade etwas überfordert mit der Situation. Ich muss wohl etwas Titan vorerst loswerden. Du bist voll. Gut. Dann werde ich da keinen Titan los. Und hoffen wir mal, dass ich hier meinen Schrank noch benutzen kann. Okay, der Bioreaktor ist in der Tat noch aktiv. Faszinierend. Das ist Qualität, die sucht man heutzutage vergebens. Aber das Zeug hier funktioniert. Muss man ihm lassen. So, raus. Den ganzen Schmarrn hier dekonstruieren. So, wie kriege ich das Wasser raus? Vermutlich gibt es ja irgendwie eine Pumpe oder so, oder nicht? Ganz kurz. Innenmodule vielleicht. Und Wandspind, Innenbeetkasten. Aquarium ist jetzt das Letzte, was ich brauche. Meine Basis ist im Moment ein Aquarium. Luftpumpe vielleicht. Hier irgendwas, womit ich, wenn ich sag, vielleicht, wenn ich da eine Luftpumpe anbringe, dass sie halt Luft reinpumpt, dann muss ich dann halt vermutlich noch Rohre nach oben legen, ne? Da gibt's doch diese komischen Rohre, die ich mal, die da, Leitung, sag ich doch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Würdest du bitte? Es reicht nicht. Aber es blubbert auf jeden Fall was raus. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass von hier drin... Muss ich euch erst reparieren? Kann ich das überhaupt reparieren? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ach, ich bin so dumm. Natürlich. Wofür habe ich... Ach, ich hatte es sogar schon unten in der Leiste. Wofür habe ich ein Reparaturwerkzeug, wenn ich das Reparatur... Nein, nicht den Spind öffnen. Wenn ich das Reparaturwerkzeug nicht... Sorry, das war nicht mein hellster Moment. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Ich bin nicht sehr stolz auf diesen Moment. Hier noch irgendwo. Da ist auf jeden Fall Luft. Das ist gut, weil mein Sauerstoff ist gerade an seine Grenzen gestoßen. Das heißt, ich brauche so Verstärkungsquatsch. Gedöns. Hier scheint aber alles ganz zu sein, oder? Gut. Immerhin was. Immerhin was. Lithium brauche ich für den Schmarrn. Weil mir sonst meine ganze Basis in sich zusammenbricht. Gut, dass wir das rechtzeitig geklärt haben, bevor irgendwas Schlimmeres passieren konnte. Aber ich sollte ja jetzt auch ein bisschen tiefer tauchen können, oder? Weil ich ja jetzt mehr Sauerstoff habe. Das heißt, ich kann in diese Höhlensysteme rein. Wenn hier irgendwo eine Öffnung ist. Ich werde jetzt nicht zu tief reingehen. Ich habe da immer noch ziemlich Respekt vor, aber... Hallo. Etwas, das mich... Das versucht mit mir zu kommunizieren. Und klingt wie eine Seekuh. Titan.
spricht mich nicht so an. Ein Segler. Gut, scanne ich einfach mal. Wenn uns das Zeug zum Scannen schon so in den Weg geworfen wird, dann nehme ich das auch mit. Boomerang, komm mal. Geh weg. Dann schlinge ich hier mal ein bisschen Zeug, wegen der Schlingpflanze, ne? Ja, dann sammle ich jetzt hier mal ein bisschen Zeug. Und scanne hier mal ein bisschen Zeug. Alter, mein Handy! Handy, halt die Klappe! Ich bin hier am Subnautica spielen und aufnehmen. Da ist nichts zum Scannen, da ist nichts zum Scannen. Hier noch irgendwelche Erze, nein. Mineralien oder so. Oh, die Bar sieht auch cool aus nachts. Es ist schon was sehr Schönes. Das ist ein Säurepilz. Ich habe mich gerade gefragt, was da rumliegt. Ich habe halt leider relativ wenig Ahnung. Wupsa, das war ein Lag. Wo ich mein... Dieses wundervolle Rohrsystem kann ich dann auch wieder abbauen. Aber es hat ja alles Zeit. Hab ich hier? Nein. Zeug reingeworfen. Vielleicht brauche ich noch einen Spind. Kann die Spinde doch bestimmt auch... Moment, erstmal. Wo ist mein Konstruktionswerkzeug? Da, wo der... Es sollte da sein, wo der Boomerangfisch jetzt ist. So, hab ich noch Quarz. Dann packen wir hier mal Wandspinde hin. Guck mal, da kann ich sogar draufschreiben, was drin ist. Sehr cool. Passt das, wenn ich den so hinpack und dann den dritten, für den dann kein Titan mehr hab? Gib mir mal kurz 2 Titan. Ich hätte nur 1 gebraucht tatsächlich. Du bist das Reparaturwerkzeug, mit dir kann ich keine Spinde bauen. So, kann ich? Wie kann ich denn... Titan. Und dann tue ich das sage und schreibe einen Titan rein. Und dafür benenne ich den Behälter nach einem Material. Und dann eins davon reinzupacken. Ich hab's drauf. Ich weiß, wie man Spiele spielt. Und Freunde, ich würde aber sagen, das wird jetzt dauern, bis ich das alles eingeordnet habe. Deswegen verschieben wir das mal auf die nächste Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Thank you.